2015 würdevolles Gedenken, lebendiges Erbe. Und Frau Nikolov bringt ihn uns ein als Einreicher. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ab morgen beginnen die Herbstferien. Leider können viele von uns nicht verreisen und bleiben in Dresden. Und deshalb erlaube ich mir, mit Ihnen eine kurze Zeitreise in das Jahr 1585 zu starten. 5. März, Teatro Olimpico in Vicenza wird eröffnet. Es ist das erste freistehende Theatergebäude seit der Antike in Europa. 15. Juli, John Davis läuft zu einer mehrjährigen Entdeckungsreise auf der Suche nach der Nordwestpassage aus. Dabei wird er unter anderem zum Neuentdecker Grönlands. 9. September, die Frankfurter Börse wird gegründet. 18. Oktober, Heinrich Schütz wird in Bad Köstritz geboren. Alles typische Ereignisse, wie sie sicher auch 2020 es gibt. Gebäude werden eingeweiht, Entdeckungen werden bekannt, Kinder werden geboren und Firmen werden gegründet. Alles sehr schöne Ereignisse und ich wünsche allen diesen, dass man auch in 350 Jahren noch von diesen Ereignissen spricht. Heinrich Schütz ist allgegenwärtig in Dresden. So gibt es unter anderem die Heinrich-Schütz-Straße, die Heinrich-Schütz-Residenz, die 61. Grundschule in Dresden, Heinrich Schütz, und das Heinrich-Schütz-Konservatorium. Heinrich Schütz wurde schon früh musikalisch von seinem Onkel, einem Stadtkirchenorganisten und Weißenfelser Stadtkantor, gefördert. Welche Parallele zur heutigen Zeit! Familienzusammenhalt, Talente und Begabtenförderung sind feste Bausteine, um sich entfalten zu können. Wenn wir seine Biografie ansehen, dann erkennen wir, dass sein berufliches und sein privates Leben vom 30-jährigen Krieg geprägt war. Eindrücklicher kann man die Bitte um Frieden kaum artikulieren, als in einer seiner Motetten aus der Sammlung Geistliche Chormusik. Heinrich Schütz gilt als der bedeutendste deutsche Komponist des Frühbarocks. Bestimmt war seine Musik für Hofgottesdienste, aber auch zur höfischen Unterhaltung und Repräsentation seiner eigenen kompositorischen Kunst. 1615 trat er in den Dienst am Hof des sächsischen Kurfürsten Johann Georg I. ein in Dresden und leitete hier die hiesige Hofkapelle. Als Kapellmeister hatte er die Oberaufsicht über die Musiker der Hofkapelle. Wie nur wenige nach ihm hat er die geistliche und weltlich-höfische Musikkultur weit über die Grenzen Dresdens hinaus revolutioniert. Am 6. November 1672 starb Heinrich Schütz in Dresden. Fast 60 Jahre seines Lebens wirkte Heinrich Schütz in Dresden und gehört mit seinem Werk zur elementaren DNA unserer traditionsreichen Musikstadt. Bitte unterstützen Sie deshalb den Antrag meiner Fraktion, den 350. Todestag von Heinrich Schütz 2022 würdevoll zu begehen. Der Antrag lautet, der OB wird beauftragt, erstens, dass unter Federführung des Kulturamtes ein Gedenkkonzept erarbeitet wird, welches den Rahmen für das Schütz-Gedenkjahr und die lebendige Pflege seines Erbes über das Jubiläum hinaus entwirft. Zweitens, sich beim Freistaat Sachsen dafür einzusetzen, dass die wiedererbaute Dresdner Schlosskapelle dauerhaft für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird und für Konzertveranstaltungen genutzt werden kann. Drittens, sich dafür einzusetzen, dass die Heinrich-Schütz-Stele am Zwingerteich noch vor dem Jubiläumsjahr grundhaft gereinigt wird. Und viertens, dem Stadtrat den hierfür ermittelten Finanzbedarf vor der Haushaltsplanung 2021/22 zur Abstimmung vorzulegen. Bitte setzen Sie mit uns ein optimistisches Zeichen, gerade jetzt, wo die Corona-Pandemie unser kulturelles Leben bestimmt und negativ beherrscht. Lassen Sie uns gemeinsam würdevoll mit dem kulturellen Erbe unserer Vorfahren umgehen
und Dresden spätestens 2022 wieder in den Konzertsälen auf bewährte Weise erklingen. Vielen Dank. Soweit zur Einbringung des Antrages. Wird das Wort gewünscht? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Wer zustimmen möchte, bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Dann einstimmig mit 63 Ja-Stimmen.